Hier im Netto-Marken-Discounter in der Elballee in Dessau-Roßlau schlug der Täter am Dienstag gegen 19.30 Uhr zu. Als das Geschäft ziemlich leer war, bedrohte der auffällig schlanke Räuber die Kassiererin und forderte Bargeld. Ja, gestern betrat eine männliche Person die Verkaufsstelle in der Ebertallee. Es handelt sich um einen Supermarkt in der dortigen Einrichtung. Die Person bedrohte das dort anwesende Personal mit einem Elektroschocker und forderte die Herausgabe von Bargeld. Gleich nach dem Überfall kamen Kriminaltechniker zum Einsatz und sicherten Spuren. Die Polizei hat erste Zeugenaussagen und fragt: Ja, wer hat Wahrnehmung gemacht am gestrigen Abend gegen 19.30 Uhr an der Verkaufsstelle Elballee, Ecke Kirchstraße? Wir suchen nach einer männlichen Person, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,90 groß und sehr schlank. Die Person soll mit einer dunklen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung, allerdings ohne Bargeld. Auch wenn ein materieller Schaden vom Unternehmen abgewendet wurde, so haben in allen drei Raubüberfällen die Kassiererinnen mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Immerhin wurden sie massiv bedroht. Aber auch Kunden fühlen sich unwohl. Aber man fühlt sich trotzdem schlecht, ängstlich. Es wird immer schlimmer. Die Überfälle nehmen zu. Den Überfall habe ich noch nicht gehört, aber die Überfälle hier auch in Dessau nehmen zu. Man fühlt sich immer ängstlich, schlechter. Man traut sich abends dann nicht mehr auf die Straße. Es kommt auch aus meiner Sicht her aufs Viertel drauf an, Stadtviertel. Und Zivik ist eigentlich ein schönes Viertel, ein ruhiges Viertel, vernünftig. Aber überrascht mich, da fühlt man sich echt schlecht. Furchtbar. Das ist furchtbar. Aber vor kurzem war da, ich habe ja aus dem Fernsehen was gesehen, dass auch vor kurzem erst was war, was? Also Japan ist Land des Lächelns. Und wir sind Land des Verbrechens. Am 21. Januar wurde in Waldersee ein Einkaufsmarkt überfallen, am 29. Januar eine Lidl-Filiale in der Innenstadt. Auch hier erbeutete der Räuber Bargeld. Ob ein Zusammenhang der drei Überfälle besteht, konnte die Polizei noch nicht sagen.